Lilo, ich habe mal wieder was gefunden. OpenSCAD. Umsonst zu haben, wie immer. Grafik OpenSCAD findet ihr im Ubuntu Software Center oder halt mit Synaptic in den Paketquellen eurer Wahl. Wofür ist das gut? Ich habe hier mal was vorbereitet, damit man erstmal am Anfang des Videos weiß, was kommt denn am Ende raus. Zum Beispiel, man kann ein dreidimensionales Objekt erzeugen. Für was? Zum Beispiel, um einen 3D-Drucker damit zu bestücken, dass der mir so ein Wagenrad Circle of Friends ausdruckt. Ne? Zum Beispiel anstelle des VW-Emblems. Ne? Für die Leute, die sich schämen, dass ihr jetzt ein VW fahrt. Jedenfalls könntet ihr zum Beispiel euch so ein dreidimensionales Objekt erzeugen. Und diese 3D-Drucker zum Beispiel haben SDL als Dateiformat und können dann das dreidimensionale Objekt so ausdrucken, wie ihr wollt. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, das als CAD-Datei zu exportieren, zum Beispiel als DXF, um es zum Beispiel in einem CAD-Programm, ne, Computer Aided Design, mit dem technische Zeichner arbeiten, zu exportieren. Ja. Ihr könntet zum Beispiel auf die Idee kommen, euch eine Deckenlampe zu machen, ne, mit Strahlern drin, wunderbar. Und ihr wollt jetzt euren Schreinermeister Schlumpfig sagen, genau so hätte ich das gern. Der Schreinermeister Schlumpfig ist gar nicht so schlumpfig, wie man so meint. Der hat vielleicht eine 3D-Fräse und könnte euch so ein Objekt direkt ausfräsen aus orangefarbenen Spezialholz oder so, ne? Beispielsweise. Gut, das Ganze ist interessanterweise skriptbasiert. Ne? Da dachte ich erst, ach du liebe Zeit, bis ich das mal kapierte. War ganz einfach. Ne? Wer schon mal ein bisschen programmiert hat oder auch nicht, spielt keine Rolle. Es sind sehr, sehr viele Beispiele dabei, wie man sowas machen kann. Ich habe mir innerhalb von etwa anderthalb Stunden hier den Circle of Friends gemalt. Ne? Ich musste auch erstmal reinkommen in die ganze Thematik. Gut, man hatte die Möglichkeit, sich Kreise erstmal zu malen. Zum Beispiel einen Kreis mit einem Durchmesser 27, den habe ich gebraucht hier dafür. Nun, im Koordinatensystem ist der erstmal in der Mitte. So, jetzt möchte man diesen Kreis, der erstmal in der Mitte ist, darüber verschieben. Dafür gibt es dann Translate. Ne? Da kann man sagen, in X-Richtung 27 mm weiter rüber, dann ist der Kreis da. Und dann kann man ihn auch noch rotieren lassen, ne? In so und so viel Grad Schritten. Ne? Ich hatte ja drei davon und wollte die so in 120 Grad, ne? 360 Grad ist ein Kreis, ein Drittel davon ist ja in den Drittelspunkten, meine Kreise haben. Und man kann dann Objekte erzeugen, erstmal zweidimensional zum Beispiel. Ne? Also Kreis, Circle ist ein zweidimensionaler Befehl. Und dann später daraus mit Linear Extrude. Ne? Extrude, das kommt wieder den 3D-Druckern Leuten bekannt vor. Ne? Extrudieren, also man hat eine Kontur, eine zweidimensionale, das sieht erstmal so aus. Ja? Und dann soll das auch noch eine Höhe bekommen, eine Dicke. Ne? Kann man das auch noch in die Höhe ziehen, so ein gerades Prisma. Ne? Das habe ich hier mal gemacht mit Höhe zunächst 1. Und wenn man das öfter braucht und dafür macht man sich den Aufwand, dann kann man das auch immer wieder verwenden. Ne? Zum Beispiel mit dem Befehl Scale, also skalieren. Ne? Hier habe ich in X-Richtung das ursprünglich generierte Objekt mit einer Höhe von 1 mm. Ne? 1 mm war es dick, habe ich gesagt, jetzt will ich es aber nochmal mit Dicke 5 mm, weil Schreinermeister Schlumpfig hat nur Spanplatten da mit 5 mm Dicke. Hätte der jetzt Spanplatten mit 10 mm Dicke, mache ich hier einfach eine 10 raus. Sobald das Skript editiert ist, kann man hier entweder mit F5 oder mit dieser Vorschau, mit dem Ding hier, draufklicken. Und jetzt ist es halt 5. Ja? Also 10 mm hoch statt 5 oder meinetwegen auch 100. Und boink, dann ist es halt so dick. Ne? Falls der Schreinermeister Schlumpfig einen ganzen Baumstamm hat, ne, und sägt euch gleich 10 Stück daraus, könnt ihr das damit machen. Ihr könnt mit der Maus hier rumklicken und habt auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit der rechten Maustaste zu verschieben. Einfach mal probieren mit einem Rollrad ran, vor und zurück. Hier seht ihr meine Vorschau. Seid ihr irgendwann fertig damit, dann hierauf F6 rendern. Ja, rendern. Und dann sagt er, rendern ist fertig. Ne? Das ist dann baumstumpf gelb quasi. Und dann kann man das als SDL exportieren. Ja? Und damit kann man dann das weitergeben, ne? Dass jemand
dieses Objekt tatsächlich aus dem Vollen fräst oder wie auch immer. Zum Beispiel, ne, ihr könnt es natürlich auch zu anderen Zwecken benutzen. Den Quellcode gebe ich euch natürlich mit. Und ihr seht, es tut sich dann immer direkt was hier bei den Objekten. Gut, ich habe hier ganz einfache Objekte. Ich musste erstmal üben. Benutzt Kreise, Rechtecke und ganz einfache Befehle. Wenn das jetzt hier kompliziert aussieht, das ist nach und nach entstanden. Ich mache mal eine neue Datei. Datei, neu. Sieht erstmal dann so aus. Es gibt eine ganze Menge Beispiele schon, aus denen habe ich mir abgekupfert. Ja, ich habe einfach mal ganz simpel angefangen. Zirkle, ne? Circle. So, und dieser Circle, dieser Kreis, den ich malen will, zweidimensional, hat einen Durchmesser, ist gleich meinetwegen 27 mm. Und am Ende ein Semikolon, dann ist das ein in sich abgeschlossener Befehl. Und dann gehe ich hier drauf. Ja, hier drauf, Vorschau F5 oder halt F5 drücken und dann habe ich einen Kreis. Und zwar mit dem Durchmesser halt hier 27 gedacht in Millimeter, könnte auch 27 Kilometer sein, ist ja frei skalierbar. Was man hier sieht, ja, die Quadratur des Kreises, ne? Das Ding ist ein bisschen eckig. Nun, diese Feinheit der Kontur kann man einstellen. Ja, ich habe es jetzt mal Feinheit genannt, findet man dann in Beschreibung und in Demos. Und zwar gibt es da Dollarzeichen Fn ist gleich und dann sagt man, wie viele Ecken hat mein Kreis. Ne? Wenn ich sage 3, dann kann ich ja einfach mal schmerzfrei machen. Dann wird mein Kreis aus 3 Segmenten zusammengesetzt. Das ist ein bisschen blöd. Bei 4 wäre mein Kreis ein Quadrat. Das ist auch doof. Mit 5 wären wir beim Fünfeck. Bei 8 wären wir schon so ein bisschen mehr als ein Stoppschild. Und ihr seht, wenn ich jetzt zum Beispiel 40 mache, setzt es halt aus 40 Einzelteilen zusammen. Oder bei 100 wird es halt immer feiner. Deshalb habe ich das mal Feinheit genannt. Hier unten auf der Leiste sieht man, kann man direkt sich das von der Seite oben oder von der anderen Seite angucken. Ja, zum Beispiel von oben. So, hier sehe ich auch mein Koordinatensystem. Jetzt möchte ich das Ding verschieben, translaten. Gut, Achtung, es gibt einen Unterschied zwischen Semikolon oder Nicht-Semikolon geschrieben. Ne? Ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Gut, am besten ein Beispiel. Translate. Ich schreibe jetzt mal einen Befehl ohne Semikolon dahin. Ja, translate. Und dann muss noch in den Klammern. In den eckigen Klammern noch die x, y und z Koordinate hin. Ich möchte gerne in x Richtung 72 mm rüber, weil es halt in x Richtung negative Zahlen sind, muss ich minus 72 schreiben und in y Richtung gar nichts, also 0 und in z Richtung, also eine Tiefe, auch nichts. So, ich schreibe jetzt kein Semikolon dahinter. Das heißt, verschiebe in die Richtung und mal einen Kreis. So, boink. Ne? So, kein Semikolon. Das wirkt sich dann auf das Objekt aus. Wenn ich das jetzt mit Semikolon schreibe, dann bleibt der Kreis da, wo er ist. Ne? Dann weiß der Interpreter nicht, worauf ich mich beziehe. Ja, gut. Ohne Semikolon bezieht sich das hier rauf. Gut. Am Anfang habe ich dann immer gemacht, damit ich das nicht verwechseln kann, habe ich mir da ein Leerzeichen zwischen gemacht, habe das in eine Reihe geschrieben, macht Sinn. So, jetzt soll das Ding noch eine Farbe bekommen. Color. Klammern. Klammer auf, Klammer zu. Auch wieder Leerzeichen dazwischen. Ne? Das ist vielleicht am Anfang am einfachsten, indem man sich hier das erstmal in eine Reihe schreibt. Das ist zwar nicht so vorgesehen, aber funktioniert. Machen wir Blue. Eine Liste der üblichen und verwendbaren Farben findet ihr in der Hilfeseite. Also hier nochmal zur Verdeutlichung. Ohne Semikolon hintereinander weggeschrieben, hier hinten das Semikolon, habe ich also einen Kreis gemalt mit Durchmesser 27 mm. Der Feinheit ein Hunderteck quasi. Habe den translated, also verschoben in x-Richtung 27 mm und noch blau gemacht. So funktioniert das im Prinzip, ne? So funktioniert das im Prinzip. Und dann wollte ich natürlich mehrere von den Kreisen haben. Und da kam ich dazu,
dass ich gesehen habe, man kann sich Module machen. Module funktionieren wie Funktionen, wenn man was mehrfach braucht, damit man nicht alles 10-mal schreiben muss. Damit ich 3 Kreise hatte, habe ich mir zunächst hier Rotiere-Kreis ein Modul gemacht. Das ist nichts anderes, als wir gerade gesehen haben, nur der Befehl Rotate dazu. Mache ich gerade mal, damit ihr seht, wie das so entstanden ist. Also erstmal am Anfang ruhig mal hintereinander wegschreiben, ist egal. Rotate, ohne Semikolon. So, und dann um wie viel Grad denn? 120 Grad. So. Ihr seht, das steht jetzt alles hier erstmal in einer Reihe. Das ist natürlich nicht so eigentlich so gedacht, aber es hilft einem ungemein beim Anfang, um mal dahinter zu kommen. Und jetzt hier wieder quasi auf die Play-Taste F5. Und dann hat er sich auch noch gedreht. Ne? Bei der Reihenfolge macht man das umgedreht, wie man es eigentlich so hinschreibt. Erstmal Circle, Translate, Color Blue, Rotate. Ne? Jedenfalls, wenn das nicht so hinhaut, wie ihr das wollt, die Reihenfolge umdrehen. Ne? Dass das so in der Reihenfolge ist, wie ihr das wollt. Wenn ihr lieber 120 Grad in eine andere Richtung wollt, könnt ihr es einfach editieren und so habt ihr schon das gleiche in Grün. Man kann am Anfang auch, wenn man keine Lust hat, sich alles nochmal so als Funktion, als Modul hinzuschreiben, kann man sich das natürlich dann auch kopieren, ist klar. Rotate 0, ne? Rotiere überhaupt nicht. Und dann habt ihr 2 davon. Ne? Hier sehen wir schon beinahe schon Circle of Friend. Jetzt fehlt noch einer. Wer hat den da oben? Der war gut. Copy. Ne? Jetzt könnte man jetzt nach einem Spiegelbefehl suchen oder man sagt einfach Rotate 120 Grad und Play und dann hat man schon mal 3 Kreise. Ne? Gut. Und dann kann man sagen, ja, jetzt brauche ich ja noch einen Kreis. Na, am besten das Grundobjekt oben schon Zirkel. Klammern. Da hatte ich gesagt, ein Durchmischer von 200, also D gleich. Ihr könnt auch ein Radio schreiben, müsst ihr R gleich schreiben. Und eine Feinheit Fn gleich 1000. Ne? Weil er größer ist, habe ich gesagt, mal ein bisschen größer. Und machen Semikolon dahinter, weil das wieder ein in sich abgeschlossener Befehl ist. So, da kann man mal gucken, hat das hingehauen? Fehler. Ne? Fehler. Irgendwo Fehler, ne? Kommt schön der, ne? Da habe ich ein Semikolon geschrieben, war verkehrt. Muss ein Komma hin. Ja. Dann machen wir nochmal Play. Und da hat man schon mal so eine Art Circle of Friends für Arme. Gut. Und dann möchte man natürlich irgendwann vielleicht nochmal die Dinge voneinander abziehen. Seht ihr auch bei mir hier. Dann gibt es den Befehl Differenz. Einfach kopieren aus vorhandenen Beispielen. Muss man sich nicht immer alles selber zusammenklamüstern. Und wir machen mal hier drüber Paste Differenz und dann die geschweifte Klammer auf. Und jetzt kommen alle Objekte, die von denen die Differenz gebildet werden sollen. Na klar, alle, die die schon gemalt haben. So, also im Prinzip alles, was hier jetzt zwischensteht. Ich mache das mal, damit man es optisch besser sieht. Differenz von dem Kreis und den anderen Objekten bilden und Play. So, jetzt hat meine Grundplatte Löcher. So kann man sich das aufbauen. Und wenn man aus diesem 2D-Objekt, also lasst euch nicht irritieren, das ist hier natürlich ein bisschen 3D dargestellt. Das ist ein zweidimensionales Objekt. Und das möchte man irgendwann mal dreidimensional haben. Na, dann guckt man wieder, wie geht das mit dem dreidimensionalen. Ne? Linear Extrude. Gut, und das gehört wieder drüber. Ne? Ja, Geld wieder mal. Also das muss man erstmal kapieren, dass man quasi rückwärts alles schreibt. STRG-V. Das hier soll sich alles auswirken. Jetzt habe ich das Semikolon extra weggelassen, weil das dann wieder zusammengehört. Linear Extrude und die Differenz, das ist zusammengemeint. So, mit Höhe 1. Ne? Jetzt könnte ich aber sagen, extrudiere 10 mm hoch. Dann ist es so hoch. Ne? Gut. Und dann sucht man sich nach und nach die Befehle zusammen, die man braucht. Ne? Wie man was voneinander abzieht. Oder beispielsweise einen parallelen Abstand macht. Ne? Zum Beispiel hatte ich die 3 Kreise schon und wollte von der inneren Kontur, ne, von dem inneren Wagenrad, hier, ihr wisst, was ich meine, diese Rundung auch noch haben. Jetzt wäre es natürlich blöd gewesen, nochmal 3 Kreise zu malen. Die hatte ich ja schon, die hatte ich schon als Funktion definiert und da macht die Funktion Sinn, also diese Module, indem man sich die einfach nochmal aufruft. Ne? Und Offset, ne, wirkt sich jetzt auf diesen Befehl aus, auf mein Modul. Wunderbar.
Ich habe die drei Kreise ja schon mal definiert gehabt, kann ich nochmal aufrufen und da Offset ohne Semikolon geschrieben ist, habe ich einen Abstand von 5 mm zu diesen Kreisen bekommen. Musste das nicht nochmal schreiben, ne? Nicht nochmal drei Kreise malen, nicht nochmal rotieren. So kann man sich das Leben vereinfachen. Das gleiche habe ich dann auch noch mit den Rechtecken gemacht, mit diesen rechteckigen Konturen. Hab dann geguckt, was muss ich von wem abziehen. Das hat natürlich auch nicht sofort alles auf Anhieb funktioniert. Hab dann einfach mit der Reihenfolge gespielt und schon bekam man benutzbare Ergebnisse. Seid ihr damit fertig, dann wie gesagt mit F6 rendern. Und dann sagt er, rendern ist fertig. So. Und dann kann ich das zum Beispiel als SDL-Datei abspeichern, einen Namen vergeben und zum Beispiel dreidimensional ausdrucken. Wie gesagt, mein Beispiel ist natürlich nur ganz rudimentär. Ne? Und wenn Befehle öfter vorkommen, zum Beispiel dieses Rotate, Color, Translate, ne, dann bietet es sich an, das zu Modulen zusammenzufassen. Ne? Habt ihr gleich gesehen, warum? Ich konnte das Modul drei Kreise gleich noch einmal benutzen. Kann ja sein, ich brauche das irgendwann noch einmal. Und da fängt man an, die festen Werte durch Variablen zu ersetzen. Zum Beispiel die Gradzahl 120 durch eine Variable Rotation in Grad. Und dann kann ich die Funktion Rotiere Kreis mehrfach aufrufen, entweder mit 0 Grad, 120 Grad oder 240, und braucht nicht alles dreimal schreiben. Da kann man sich das im Nachhinein noch so ein bisschen schöner hinschreiben. Das kann man im Nachhinein machen. Erstmal müssen die Brocken ja funktionieren. Finde ich richtig klasse. Ihr könnt natürlich auch, wenn ich euch zum Beispiel für den PNG-Export jetzt stört, dass hier die ganzen Koordinaten sind, dann kann man die Koordinaten auch ausblenden. Ja, und dann als PNG exportieren, ein dreidimensionaler Circle of Friends Datei. Dann exportieren als Image, ne, als PNG. Homes Reckoner, Circle of Friends in 3D speichern. Kann sich dann das Ding mal angucken, was dabei rausgekommen ist, und hat ein schönes Bildchen, wem ein Bildchen reicht. Und das kann man zum Beispiel mit GIMP weiterverarbeiten. Und gut ist, oder für diejenigen, die zum Beispiel einen 3D-Drucker haben oder einen Lieferanten, der ja, SDL-Dateien oder die anderen genannten Formate gleich weiterverarbeiten kann, der kann das gleich weitergeben. Das Ding kann gefertigt werden und gut ist. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.